willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben das Training mit dem Nico schon gesehen in einem der vorigen Videos. Heute gibt es einen Formcheck mit dem Nico. Wir sind jetzt knappe 8 Wochen vor Alicante, haben noch einen braten Weg vor uns. Der Nico startet in der 9-Kilo-Klasse. Ich habe den Nico voriges Jahr übernommen nach Rumänien, vor Portugal, mitten in der Prep. Wir haben damals schon gewusst, die Form wird nicht ganz reichen für Portugal, damit es so wird, wie wir es gebraucht hätten für die Pro-Card. Er ist bei beiden Malen allerdings trotzdem ins Finale gekommen. Die muskulären Schwächen, die er damals gehabt hat, waren die Beine, vor allem im Adduktorbereich, der Rücken, aber auch die Brust. Wir haben jetzt Beine stark verbessert, der Rücken ist besser, aber noch nicht dort, wo ihr ihn gern haben möchte. Die Brust hat auch noch Potenzial nach oben, aber nichtsdestotrotz wird schon ein besseres Paket werden als voriges Jahr. Von der Form werden wir voriges Jahr sicher toppen und dann werden wir sehen, inwieweit es bei welchem Pro-Qualifier vielleicht reicht. Die Perspektive für Nico liegt sicher in einem qualitativ guten 2.12er Profi. Also er hat genetisch das Kapital, er hat den Ehrgeiz, er hat die Konsequenz, die Zielgerichtetheit, er bringt eigentlich jegliche Tools für einen guten 2.12er Bodybuilding-Profi mit. Er ist blutjung, eigentlich noch am Anfang seiner Reise und ich bin sicher, in den nächsten Jahren werden wir da ein richtig konkurrenzfähiges Paket auf die Bühne stellen. Status quo verbessert zu vorigen Jahr, noch Luft nach oben und das ist definitiv die Reise erst am Anfang. Oh, sehr schön. Schau, dass du oben wirklich aufpasst, ja? Ja, genau. Und dann musst du darauf achten, du hast halt gerne die Schulter einen Tick zu hoch. Okay. Hier ist eine Spur zu hoch. Okay. Und so. Ja, aber genau. Seite. Und Arsch. Yes. Weiter. Auf den noch mehr Spannung kriegst, die musst du ein bisschen weiter schließen. Zug auf die Beine. Ja, genau. Oh, schön. Zug auf die Beine. Richtig, richtig gut. Ja. Und der Nico Grinzer. Hm? Und der Nico Grinzer. So, von hinten. Wer ist das? Und Schulter nach hinten drücken, Nico. Und das Brett. Ja, genau. Und von vorne. Mit diesen argen Armen könnte es dann passen. Puh, muss mir Luft schnappen. Also wir haben jetzt kurz die Pflichtposen von Nico gesehen und wie vorher schon vermutet, ein Rücken braucht auch in Zukunft noch mehr Fleisch, mehr Dichte, vor allem unten im Lattbereich, da muss noch was rauf. Was mir muskulär auch auffällt, der Arsch ist zu klein, also der Nico braucht mehr Glutes, der ist zu klein, der matcht die Haxen nicht. Beine gefallen mir wirklich gut, Adduktor hat er massiv verbessert, schön voluminöses Bein, Beinbizeps hat nachgezogen, da hat er die Hausaufgaben wirklich gut gemacht. Obere Brust ist ein Thema, schaut jetzt geil aus, weil wirklich guter Pump drinnen ist, aber wünsche ich mir für die Zukunft auch noch ein bisschen besser, weil die Challenge für jetzt wird halt die Form in 8 Wochen hinzubringen, aber ich bin überzeugt, dass wir das schaffen werden. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video und der kurze Einblick in den Formcheck vom Nico gefallen hat. Über jede Unterstützung freuen wir uns. Schaut auch beim Nico auf Instagram vorbei. Er ist wirklich ein Sportler, der es verdient hat, dass man ihn supportet. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht es gut.